diese Maultasche, die hat ja so fast so ein bisschen eine Signalwirkung. Ähnlich wie vielleicht das Sauerkraut auf Gesamtdeutschland. Ist nach dem Klischee, ganz klar. Aber ein Amerikaner, wenn der nach Deutschland kommt, da denkt er vielleicht an Sauerkraut, an Rostbraten. Und wenn er Schwabenland kennt, dann denkt er ganz bestimmt an die Maultasche. Und wenn er nach Berlin fliegt, dann ist es halt die Currywurst. Die ideale Maultasche, der Teig muss dünn sein. Innen muss es grün sein, es muss frisch schmecken, also nach Spinat. In meinem Fall, ich nehme gar keinen Spinat, ich nehme massenweise Petersilie, weil da ist einfach mehr Dampf drin. Dann darf das innen, das Brät darf nicht sein wie Gummi. Und insgesamt darf die Maultasche nicht trittfest sein, wie das ja heute oft der Fall ist. Da ist außen ein Teig drum, der ist eigentlich fast schusssicher. Und dann innen drin ist ein Brät, also können, wenn sie es auf den Boden schmeißen, hüpft sie ihnen zurück. Aber die klassische Maultasche, die ist einfach vier- oder rechteckig und an allen Seiten geschlossen. Das ist die echte Maultasche. Innen drin ist Schweinefleisch oder Kalbfleisch, ein bisschen Schweinefett muss rein. Diese zwei Sachen, nicht viel Fleisch, eher mehr das Grünzeug, Zwiebeln sind drin und fertig. Der eine will mehr Spinat, der andere will mehr Petersilie, der andere mag kein Muskat, der andere will Majoran rein. Deswegen mache ich die so, wie es mir schmeckt. Dann habe ich meine Linie und da muss ich halt genügend Leute finden, die genauso auf mein Trittbrett raufspringen und die das dann auch mögen. Es gibt auch alte Maultaschen. Tolle Wirtschaft, Maultasche aber von letzter Woche. Und das war bei dem war das der Fall und das war mein Onkel, der war damals schon 70, ich war ein Bub. Der hat es eigentlich richtig gemacht, der hat nicht rumgejammert oder sonst was, sondern hat ein Zeichen gesetzt, hat das Fenster aufgemacht und das, den Teller hat er nicht rausgeschmissen, hat die Maultasche hat er einfach aufs Trottband ausgefeuert. Und ich glaube, der Gastwirt hat sich das gemerkt, der hat es nie mehr gemacht. Gott sei Dank ist draußen niemand vorbeigelaufen. Das macht man heute eigentlich nicht mehr. Das war die sogenannte gute alte Zeit, die ja überhaupt nicht gut war. Okay, super. Das war's jetzt mal. Vielen Dank auf jeden Fall.